und wir schauen von Deutschland noch mal in die Welt. Zu den vielen Krisen, die uns im Moment beschäftigen, ist am Wochenende eine weitere dazugekommen. Der seit Jahrzehnten schwelende Nahostkonflikt ist durch den Angriff der Hamas auf Israel jetzt noch mal zu einer wirklich kriegerischen, gewalttätigen Auseinandersetzung geworden. Antje Erhardt in Frankfurt an der Börse. Was bedeutet das? Was erwartet man für eine Reaktion an den Aktienmärkten? Ah, zumindest mal eine kleine gute Nachricht. Es wird keinen Kursrutsch geben. Aber der Handel hier in Frankfurt wird wohl zu Wochenbeginn im roten Bereich beginnen. Denn mit der neuen Gewalt im Nahen Osten gibt es ein politisches Risiko mehr für die Kapitalmärkte. Und die sind ja ohnehin schon im Würgegriff von Wirtschaftsrisiken, von Inflation, von Zinskapriolen. Heftige Reaktionen gab es allerdings in der Krisenregion selbst. Die Börse in Israel war am Sonntag um 7% abgesackt. Heute Morgen war auch hier und da zu lesen, auch die Börsen in Asien seien eingebrochen. Aber Japan hat heute Feiertag, da wird gar nicht gehandelt. Hongkong war zeitweise wegen Taifungefahr geschlossen, bleibt jetzt etwas im Plus. Und in Shanghai, da sind die Kursverluste so 0,67%. Das ist kein Einbruch. Aber klar, ein neuer Unsicherheitsfaktor ist da. Und da stellen sich die Investoren die Frage, inwieweit belastet er die Wirtschaft weltweit? Wie sind die geopolitischen Aussichten? Einige Ökonomen in Deutschland haben sich schon geäußert, sehen die Auswirkungen auf die Wirtschaft hierzulande erst einmal begrenzt. Anders sähe es aus, wenn sich der Konflikt ausbreiten würde. Dann müsste man hinter einen wirtschaftlichen Aufschwung, den ja alle erhoffen, endlich ein Fragezeichen setzen. Nun ist das aber eine Region, die auch für die Rohstoffmärkte und die Rohstoffbelieferung der Welt wichtig ist. Was bedeutet das jetzt für die Rohstoffmärkte? Ja, besonders reagieren die Ölmärkte. Öl ist wieder deutlich teurer geworden. Heute Brent Öl $89 pro Fass. Am Freitag waren es noch fast $5 weniger. Wenn in dieser Region, in Nahost, politische Konflikte aufbrechen, dann werden die Investoren sofort unruhig. Denn das ist eine ölreiche Region und Israel selbst nicht so ölreich. Aber die Sorge an den Terminmärkten ist, dass die Lage eskaliert, dass sich der Konflikt ausbreitet. Würde etwa der Iran seine Lieferung an Öl limitieren, dann, so sagen die Experten, sind Ölpreise von $100 ganz schnell wieder denkbar. Denn derzeit ist Öl ohnehin ganz schön knapp. Das liegt daran, dass Saudi-Arabien und Russland seit Monaten weniger fördern. Neben Öl sind aber auch sogenannte sichere Häfen teurer geworden. Gold zum Beispiel. Investoren flüchten sich ganz häufig in sogenannte sichere Häfen, wenn etwa politische Konflikte auftreten. Die Folgen des Israel-Konflikts, die sind ja noch gar nicht absehbar. Auch nicht die Länge. Und da heißt es an den Börsen, erstmal auf Sicherheit setzen.